Herzlich willkommen zu einem Short Review Review Let's View des Tomarts Action Figure Digest Nummer 196. Ja, hier seht ihr schon 2011, das muss also Ende 2010 erschienen sein oder Anfang 2011 das Heft. Ihr seht schön ein Captain America, ein Jack Sparrow und ein Thundercats auf dem Cover. So, wollen wir auch mal sehen, was drin ist. Ja, das muss jetzt Copyright 2011, also Anfang 2011 gewesen sein. Das ist auch schön in der Mitte, damit ihr sehen könnt. It's a Trap, Star Wars Vintage Collection. Wicket sehen wir da. Yoda sieht ein bisschen komisch aus. Luke mit Handschellen, auch eine coole Szene. R2-D2 als Servier-Druide. Ja, und Admiral Akbar aus einer berühmten Szene. Wahnsinn. Kurze Vorschau, will gar nicht drauf eingehen, worum es da geht. Wir schauen uns das an, hier Ahsoka. Na, schauen wir uns mal an, die erste Seite. Transformers Hasbro, und zwar, das ist, müssen von Creo, die, ja, Lego sozusagen Transformer sein. Bumblebee, hier so ein schöner G1 Bumblebee im Mini-Format, in der Lego-Figur, genauso wie Starscream hier. Wenn das dann ja die Movie-Figuren sind, hier haben wir einen Optimus Prime, sieht auch recht cool aus. Und hier haben wir dann eine Werbung von WWE. Defining Moments, also Sonderfiguren, Premium-Figuren. Hier sieht es nach The Rock aus. Just bring it. So. Zwei News-Seiten, was gibt's neu? Den Tomarts haben wir auch besprochen. Link findet ihr jetzt oben in der Infocard. So, weiter geht's. The Return oder Return of the Thundercats. Thundercats-Figuren. Na, was sagt ihr dazu? Richtig kultig. Die sind richtig gut gemacht, wenn man bedenkt, klassische Serie aus den 90ern. Und jetzt, das war 2010, das heißt 20 Jahre später kommen die Figuren raus. Nicht schlecht. Gut gemacht. Ich bin jetzt kein Experte bei Thundercats, aber mir gefallen sie. So eine Mischung aus moderne Interpretation der Bewegung, aber auch eben halt Comic-Style ist beibehalten worden. Ja, nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Obwohl das Schwert hier finde ich ein bisschen sehr lang für Leon O. So, was haben wir hier? Presidential Monster. US-Präsidenten als typische Universal Monster. Barack Obama als Baracula. The Rummy. Sombusch, Wolfbill, The Phantom of the White House, Lincolnstein, Mini Presidential Monster und hier haben wir noch Monster from the Watergate Lagoon. Das sind die Amis. Das sind die Amis, ihre Präsidenten in Universal Monster zu verwandeln. Aber sehen gar nicht so schlecht aus. Mit Marvel geht's weiter. Sehr modern. The Winter Soldier, Captain America, verschiedene Versionen, Captain Britain. Hier haben wir Crossbones. Auch nicht schlecht. Sehr, sehr schön detailliert und auch sehr klasse gemacht. Gefallen mir. So, hier geht es auch weiter. Andere Captain America. Ja, okay. Der Film ist schon beworben. The First Avenger. Ja, auch Fahrzeuge. Kam nie im Film vor, aber man muss ja mit spielen können, also kommt das alles zusätzlich raus. Ja, ähnlich wie bei Captain Jack Sparrow, also Pirates of the Caribbean on Stranger Tides. Jack Sparrow, Angelica, Blackbeard, auch eigentlich nicht schlecht getroffene Figuren. Ja, man kann Johnny Depp, Penelope Cruz und Ian McShane kann man gut sehen, Barbosa. Gibbs, Gunner, gut. Ein paar Gimmicks dabei. Kann sie wahrscheinlich als Zombie verwandeln oder so eine Maske aufsetzen. Nicht schlecht. Sieht so nach einer Maske aus. So, hier haben wir auch nochmal die Figuren. So ein bisschen positioniert. Die Black Pearl,
oder nee, Queen Anne's Revenge, also die, das Schiff von Blackbeard. Aber ich finde es sehr einfach gemacht, ne? Also sehr, sehr einfach gehalten. Ich weiß nicht, ob da so viel Spielspaß ist. Das ist natürlich oftmals auch der Prototyp, der jetzt hier auf diesen Fotos gezeigt wird. Also dolle finde ich es nicht. Das sieht sehr, sehr billig aus. Aber gut, manchen gefällt es. So, hier haben wir auch nochmal ein Kanonenset und vom Gefangenentransporter. Am Anfang des Films hier so eine, ja, so eine Spielsets. Und hier beginnen wir mit Sideshow Collectibles. Eine tolle Resident Evil 5 Jill. Auch sehr, sehr viel. Was sieht euch das Zubehör an? Verschiedene Hände. Kann man gut positionieren. Toller Tor. Ein Indiana Jones Rise of the Lost Ark. Auch klasse mit dem Diorama und das klassische Wahnsinn. So, weiter geht es. Imperator, Clones. Venom auch cool. Red Skull. Der sagt mir jetzt nichts. Kann ich jetzt auch nicht lesen. Legolas. Aus Kampf der Titanen da. G.I. Joes. Auch nicht schlecht. Sind sehr, sehr schön geworden. Detailliert. Und jetzt haben wir wieder Hot Wheels. Auch sehr interessant. Mal sehen, was wir da Interessantes sehen. Das scheint jetzt hier so eine neue Jahresserie zu sein. Ja, nicht schlecht. Nesca. Oh, hier sind schon crazy Fahrzeuge halt. Bisschen anders, aber ihr seht, so viel Auswahl, also Hot Wheels ist so ein großes Sammelgebiet und es gibt nicht nur Kinder, die Hot Wheels sammeln. Sonst wäre es nicht so abwechslungsreich. Seite überschlagen, ja, da habe ich sogar eine Seite überschlagen. Hier seht ihr auch sogar Jets. Gar nicht so schlecht. Muss man aber mögen, also ich bin jetzt kein Hot Wheels Sammler, ich bin auch nicht so ein Autonarr. Ich finde es interessant, was es gibt. Ich schaue mir es wie gesagt so ganz gerne an. Aber sammeln, ja, das gibt gewisse Autos, aber es muss dann irgendwie eine Verbindung haben mit meinen Sammelgebieten. Auch wieder der Hot Wheels Guide, wenn man das speziell haben möchte. So, Mattel, Green Lantern Spielsets. Sieht ein bisschen nach dem Film aus, der ja richtig gefloppt ist. Ein bisschen Ryan Reynolds Style, glaube ich. Jo. Kann ich nicht viel zu sagen. Ich kenne den Film, ne, ist unterhaltsam, hat aber auch kein Meisterwerk. Und ja. Ja, Seite. Hier haben wir noch Fahrzeuge wieder mal und noch andere Versionen der Figuren. WWE sogar. Ein paar ja, Klassiker kann man sagen. Paul Orndorff, Mr. Wonderful, Hillbilly Jim, Towards the Animal Steel, Ultimate Warrior, auch eine geile Figur sieht das aus. Und auch hier Smash und X. Auch nicht schlecht. Tolle Figuren. Und hier noch mehr. Was haben wir denn da? Ach, hier kenne ich ja die Hälfte gar nicht. Die kann ich sagen. Das sieht nach Hunter Hess Hemsley aus. Ja, hier Triple H. Was haben wir hier? Das könnte John Cena. Auch hier nochmal Triple H. Gut, die Namen so. Ich habe das Moderne gar nicht mehr so geguckt. Das ist hier so Klassiker, Ricky the Steamboat Dragon. Nochmal ein Triple H und mit Klamotten. Nicht schlecht, nicht schlecht. Oh, Transformers. Auch wieder zu den Movies, sehr modern. Das müsste jetzt auch zum zweiten Movie sein. Revenge of the Fallen. Echt cool gemacht. Nicht meine Figuren, aber ich bin schon richtig umfangreich, eigentlich viel zu viel für Kinder, aber ja, nicht schlecht. Mechtech Ultimate Optimus Prime mit seinem Trailer. Ja, kann sich dann so riesig verwandeln. Auch nicht schlechte Idee. Moderne Kampfhubschrauber hier. Das war eine geniale Idee mit Megatron, mit seinem Hoodie, dass das so die Abdeckplane war von dem LKW. Großartige Idee, muss ich sagen. Hat mir sehr gut gefallen. Das ist mal was Innovatives gewesen, echt.
Ironhide, Gewalt stark. Haben wir Sentinel Prime, Bumblebee, auch nochmal Ironhide. Ja, und hier haben wir Figuren aus dem Alice im Wunderland Film und beziehungsweise Harry Potter da, und das ist das Black Canary. Ja, nicht schlecht gemacht. Ich kann hier Jonah Hill erkennen, Johnny Depp kann ich drin erkennen. Gut, ob das nach Hermine aussieht, will ich nicht beurteilen. International die Seite für die Figuren, die speziell in Europa rausgekommen sind. Hier seht ihr wieder Doctor Who Brickset, also so ein Lego Art verwandt mit den Bricks. Und ist klar, dass Doctor Who natürlich sehr europäisch ist. Auch sehr schön geworden. Hier nochmal ein bisschen anders koloriertes Transformer, vermute ich mal. Das ist ja alles auch sehr ähnlich. Ja. Die gleichen, die Doctor Who rausgebracht haben. Hier eine schöne Armee der Roboter. Panzer gibt es auch. Kriegsschiff. Britische Armee wahrscheinlich. Harry Potter Figuren von Tomy. Also Tomy ist ja auch, steckt ja auch Takara hinter. Also die Transformers Firma wäre nicht schlecht. So, Star Wars The Clone Wars. Auch richtig coole Figuren. Ahsoka gefällt mir gut. Barriss. Bane, Cat Bane, Wolf, die Clones, nicht schlecht, sehen echt toll aus, toll geworden. Ach, hier noch mehr Figuren, auch alle richtig klasse. Klassische Star Wars Figuren, ein bisschen moderner, also die Vintage, auch hier dann wieder Clones. Richtig, richtig gut geworden, auch sehr detailliert. Man kann echt die Sachen erkennen, finde ich nicht schlecht. Die Fahrzeuge dürfen auch nicht fehlen. Auch sehr schön. Hier, Boba Fett Junior. Und dann haben wir wieder eine Werbung. UFC Ultimate Fighting Champion. Und Green Lantern Werbung, beziehungsweise DC Werbung. Das war's mit dem Tomats Action Figure Digest von 2011. Die Nummer 196. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich über ein Abo, ein Like, kommentiert gerne und wir sehen uns beim nächsten Mal.